Willkommen zurück zu Thimbleweed Park. Das letzte Mal wurden wir hier quasi im Hotel eingeschlossen, dank gewisser Geister, die wir mit Dolores Vater entdeckt haben, der mittlerweile auch einer ist. Und sind momentan eben auf das Hotel beschränkt. Wir können auf keine anderen Charaktere zugreifen. Sprich, wir müssen hier erstmal weitermachen. Entsprechend sieht auch auf jeden Fall die To-Do-List des Geistes aus. Und wieder von Agent Ray aus die Reyes' Notebook. Tempting. Gucken wir gerade mal nach. So, hier scheint sich nichts geändert zu haben. Entsprechend machen wir jetzt erstmal mit dem Geist weiter. Also, wir sollen versuchen, mit Dolores zu sprechen. Wir sollen Chucks Kuft besuchen, eine Person am Wasserspender erschrecken, eine weitere Person am Wasserspender erschrecken und dann ins Jenseits fliehen. That tickles. Also surprisingly easy. Ja, mit den Geistern haben wir auch verschiedene andere Fähigkeiten. Oh. Können wir das? Nein, wir können es leider the elevator isn't on nicht this floor. Auf Agent Ray anwenden. Aber wir können ihn den Fahrstuhl uns den Fahrstuhl rufen. Durchzappen. So, mit einer wenigen Interaktionsmöglichkeiten als Geist. Aber jetzt reden wir erstmal mit Clara. You ought to be doing your job, scaring someone in the lobby instead of talking to me. You don't want to make Xavier mad. Ah, ich glaube, wir wollen schon Xavier mad machen. Aber gehen wir dazu erstmal in die Lobby. Es werden jetzt ein paar lange Fahrstuhlfahrten. So. Ah, da steht ja das coole Kit. That doesn't use electricity. Komm zurück, wir müssen dich erschrecken. Get real. That's totally not the greatest. What's going on here, Abu? I better jet out of here. Oh, it's just the drinking Abu fountain. As long as it's not something serious, Abu, then I won't have to call our plumbers. Not bad. Now you need to find someone else to scare. Then you will have met your daily quota. I have to get back to work now. How long are you on door duty for? Until Xavier says we're all done for the day. Now, deep breath. Also, kommen wir mit Virtual. This is my job. Go do your own job and scare someone around here. Now, deep breath. Alles klar. Wen können wir noch erschrecken? Ich frage mich auch, wie das Kind rausgekommen ist. Ja. Hier steht leider keiner mehr am Wasserbrunnen. Damit er nochmal frieren. Kommt er dann rüber? The effect would be better if someone was using it. Mom always said I wouldn't amount to much. Chuck is not perfect. Ja, cool, dass der rüberkommt. Zappen wir mal den Computer. Okay. Ein Passwort. It's a phone. Wir könnten theoretisch telefonieren. It's chaos in there. I think they're setting up for something. I'll wait until they're done setting up before I go in. Schade, da können wir auch nicht rein. Mit dem Manager können wir nicht interagieren. Gehen wir nochmal zum Fahrstuhl. Und fahren wieder hoch in den 7. Stock. Gucken wir, ob wir Agent Way erschrecken können.
einmal mit austreten. So. Soll das am Springbrunnen sein? Ja, am Springbrunnen, am Wasserspender. Sprich, Agent Way geht auch mal da rein. Und fährt runter in die Lobby. Und dann schicken wir gleich unseren Geist hinterher. So. Einmal hier hin. Und der Geist zappt mal den Fahrstuhlknopf. Aber sonst haben wir auch keine Gäste. Wir haben eben die drei Geister neben uns, Virgil, hier die Clara und Xavier, der wahrscheinlich im Penthouse oben ist, und den Manager. Manager haben wir ja gerade schon ausprobiert, sowie die beiden Geister, sprich, die können wir nicht erschrecken. Okay, da können wir dann währenddessen nicht interagieren. The only explanation for that is the plumbing here is terrible. I don't believe in ghosts, unlike certain other agents. Sorry, that's not the reaction you wanted, is it? What I meant to say was... Oh my, I'm so shocked and startled. Please save me from myself. What's going on here, Abu? The drinking fountain is having a little moment. Oh, it's just the fountain, Abu, again? It still doesn't seem serious enough to call the plumbers, Abu. Okay. Passable. I'm surprised you had it in you. Time for another ghost meeting. Das hat also gut Clara, geklappt. Virgil, get over here now. Virgil, good work on the door. That should do it for today. New ghost, average first scares. Keep practicing. Clara, stay on elevator duty. I need some privacy. This is outrageously unfair. Why do the men get to finish for the day? Enough complaining. Do you remember what happened last time? All right, all right. Sorry about him. We don't know who put him in charge. Wir waren das sicher nicht. Können wir das abbrechen? The elevator isn't responding. The elevator isn't responding. Someone must have locked its use. Also anscheinend nicht. Well, back to work, Abu. Schade. Gut. Schauen wir nochmal auf die To-Do-Liste. Gut, da wir momentan nicht rauskommen und keiner reinkommt, können wir hier die drei Sachen erstmal nicht erledigen. Ah, wir haben jetzt wieder Zugriff auf Agent Reyes. Agent Reyes geht dann auch kurz mal zum Hotel. Beziehungsweise wir schicken Agent Way jetzt auch mal raus, damit Agent Way sein Notizbuch wieder bekommt. Wo ist er denn? Ja. Oder sonstigen Scheiß. Definitely Reyes's notebook. Tempting. Ja, du solltest ihm noch geben. My notebook. I thought I lost that for good. These means a lot to me. Oh, I love carrying stuff. So. Hätten wir das erledigt. Schauen wir uns nochmal unsere To-Do-Liste hier an. Genau, hier sind die nächsten Dinge, die wir erledigen müssen, mit Dolores und Ransom reden. Sprich, ich würde mal sagen, das machen wir doch auch direkt. Ich glaube, ich fange dieses Mal mit Dolores an, hier hinten bei der Edmund Mansion Menschen. Hätten wir die schon. Better ring the doorbell. Hello, how can I help you? Federal agent. What do you know about the body by the river? I'm sorry, this isn't a good time to chat.
So, if you'll excuse me, I need to talk to my sister about the will reading before heading out. She's waiting for me in the library. Well, okay. Just don't leave town. Okay, damit müssen wir, genau. Damit haben wir jetzt auch Zugriff auf Dolores. Und nehmen hier erstmal, gucken uns erstmal in der Gegenwart um, ob wir hier noch, genau, vielleicht auch Staubkörner finden und sowas. Ah, sehr schön. Genau das wollte ich. Eine Dose nicht wahren Zeichen verletzender Pupsi. There's nothing inside. Du suchst mir hier There's mal nothing die, inside. There's nothing inside. Die There's ganzen inside. There's nothing inside. Schränke There's und Schubladen. Inside. Vielleicht ist There's irgendwas nothing inside. Ist irgendwas Nützliches dabei, aber es scheint nicht so. Ja, wir haben ja die Pupsi, das reicht, ist schon mal zu gut. Oh, da ist Ruth. Great. Now I'm carrying around a handful of black soot. Ah, das könnte sich lohnen. Er wird da nicht ohne Grund liegen. Gehen wir kurz mal in das Zimmer rein. Nehmen auch hier auch mal alles mit, was wir mitnehmen können. These are in mint condition. No way I'm going to touch them. That doesn't seem to work. Okay, man weiß nie, wofür man es braucht. So, gucken wir auch mal, ob wir in Onkel Chucks Raum reinkommen. It feels lonely without Uncle Chuck around. So, im Rückblick wurde uns genau gesagt, dass wir das nicht anrühren sollen. Entsprechend war da was hinter. I knew it wouldn't work for me. It won't open. The safe is locked. Schade. Aber wir wissen schon mal, dass da ein Safe ist. Looks like an old receipt. It's a receipt from the town's electronics store. One vacuum tube puller paid in full. That okay. Looks like Uncle Chuck's journal. Ja, das nehmen wir auch mal an uns. Ach du. Okay. Ich werde davon nicht alles vorlesen, das ist anscheinend recht viel. Stattdessen werde ich einfach langsam mal die Seiten durchgehen, wen es interessiert. Der kann Pause drücken. So, Eintrag 167, 68, 72, 248. Sind, wie allem auffällt, sehr große Sprünge drin. Teilweise, wenn man annimmt, dass das jeder Eintrag, ein Tag vergangen ist, teilweise von und, teilweise 100 Tage dazwischen. Allerdings ist es komisch, dass wir von 723 zu 721 zurückgehen. Okay, das hier ist wahrscheinlich kurz nach dem Rückblick geschehen. Nachdem wir ihm mitgeteilt haben, dass wir zu Mucus Flem gehen. Okay, das war's soweit. Uncle Chuck was a strange and complicated person. I'm not going to carry this big checkbook around. It's Uncle Chuck's check register. Okay. I guess that makes it a Chuck register. Nichtsdestotrotz hätte ich da gerne reingeschaut. Öffnen wir mal die Nothing Schachtel. In here but broken Tron 3000 vacuum tubes. Nothing in here but broken Tron 3000 vacuum tubes. Da ist aber noch eine ganz sehr schön. It's a spare AT25 tube. Very rare, hard to find. Uncle Chuck never made his bed. It's Uncle Chuck's custom-built multiband oscilloscope with phase memory monitoring. Hier haben wir aufgemacht. I don't know why Uncle Chuck never let me touch this junk. Nothing here of value. Okay, soweit ich das sehe, war das momentan alles, was wir mitnehmen können. Wir müssen das nächste Mal an den Safe denken, dass wir den versuchen zu öffnen. Irgendwie.
damit haben wir alle Räume bis auf die Bibliothek durchsucht. Da wartet ja die Schwester von Dolores. Where the hell have you been, Dolores? We're all here waiting for you so we can start the reading of Uncle Chuck's will. Take a chill pill, Lenore. I had to answer the door. It was one of those federal agents. I don't care if it was the flippin' Pope. Let's get on with it, sister. I want to know what I got. Wait, I thought you said everyone was here. Where's the lawyer? I don't know. I thought he was coming with you. Oh, Lenore, you're useless. Has anyone tried calling him? Well, maybe if you hadn't left town and broken Uncle Chuck's heart, we wouldn't need to call a lawyer to read a will. This is all your fault, Dolores. So, heißt, wir müssen den Anwalt anrufen. Da haben wir momentan noch nicht die Nummer, noch nicht den Namen, sprich, wir können auch nicht einfach irgendwie mit dem Telefonbuch random anrufen, weil, wenn wir hier mal gerade reinschauen, da sind doch recht viele dafür, dass wir, wie wir am Anfang gesehen haben, nur 80 Leute in dieser kleinen Stadt leben. Was ich jetzt vermute, ist folgendes. I need to stay focused and solve this murder ja, 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 so I can get ja. on with my plan. Unser Lieblingsclown Ransom hatte einen Anwalt, der ja leider gekündigt hat. Sprich, wir machen pausieren erstmal die Menschen und gehen zum Zirkus. It looks like a circus clown horn. I don't want to pick that up. Timmy. Tickets, 25 cents. Open up, federal agents. Keep your panties on, I'm coming. Whatever you're selling, I'm not buying. So take your dime store suit and good news pamphlets and stick them where the sun don't shine. Ransom the clown? I heard you know about a body by the bridge. Jeez, no foreplay, Red? You don't beat around the bush, do you? Not my style. You can ask your questions, Toots, but I'm not saying I'll answer. What do you know about the body by the river? What body? Earlier this evening, we found a body down by the bridge. We're investigating, and I was told you might have some information for me. Nah, I heard some sirens before, but I figured they were headed for the mansion. That's where most of the f***ed up stuff happens. Okay. Frage ich mich gerade auch, welche seltsamen Dinge wissen Sie über die Mansion? What weird stuff do you know about at the mansion? You want to find out about the mansion? You're gonna have to talk to some other idiot. I keep to myself and the town folk leave me the f*** alone, thank you. I'm not about to rock the boat. I don't pay rent here and I can't go anywhere else after my ex-wife took me for everything I had. Nicht sehr kooperativ. We heard you don't get along with the locals. Given my creepy clown face and penchant for abusive name-calling, it's not made me a popular community figure. No. But I don't need the validation of these small-town losers. I'm Ransom the clown. I was on the Tonight Show. I'm What do you know about Chuck? Chuck? As in Chuck, my factory is too good to make toys, Edmund? Didn't know the pompous well myself, but I knew his brother Franklin. Weedy guy. Total scared to stand up to his big brother, even though the family business was in the crapper. How do you know Franklin Edmund? We were supposed to go into business together. My act was about to go bigger than Jesus. I was a hit on the Tonight Show. I was on my way to the top, so we figured why not cash in with a little merchandising. Franklin wanted to get the pillow factory into making toys, so it seemed like a good fit. What kind of toys were you planning to make with Franklin? Jeez, how do you get by in life without brains or beauty? Isn't it obvious? We were gonna make Ransom the Clown insult dolls. Would have been great if Franklin hadn't bailed on me and gone missing before we signed the contracts. I could have been rich by now if that little toady had grown a backbone. Ja, wie wir herausgefunden haben,
wurde er umgebracht. Don't go anywhere. I'll be back. Whatever, Red. Not like I'm going anywhere, but you're not getting inside without a warrant. Das ist auch nur... Ah, sehr schön. Wir können jetzt mit Ransomling interagieren. Wir sehen hier schon, wir haben ja auch die Anwaltskarte, sprich den können wir gleich anrufen. Okay, hier haben wir ein paar Seiten. Okay. Come back here. Hey! Stop! Damn broken window. Okay. Was haben, müssen wir denn mit ihm tun? Füttere Lil Beeper. Hol das Paket vom Postamt. Versuch mal wieder das Make-up loszuwerden. Finde die Seite aus dem Witzbuch. So, machen wir gleich zuerst mal, dann etwa gesehen, wo die hingeflogen ist. Sammle 51 mehr Staubkörner. PS, ich hasse mein Leben und bieb dich, wenn du diesen Zettel findest und liest. Alles klar. Ranziger Käse. Oh, das Little Peeper. It's a ransom the clown con- I don't want to pick that up. Nein, du sollst doch nicht das Bett aufheben, du sollst dein Comicbuch aufheben. So. Ach doch. Gucken wir hier erstmal. Zwangsräumung, Hotline Prospekt. Eine Post-it-Nachricht. Was sagt die denn? Package held at Thimbleweed Park Post Office for Ransom the Clown. I'm not gonna search the circus for you, Ransom. George the Postman. Well, he looks like a rattle. Okay, dann wissen wir das schon mal. So. Das ist ein kleiner Trick, den ich aus dem... to the left, I can move it. Ja, ja, I'll have to push it to move it to the right. Das ist etwas, was man, was ich schon am ersten Walkthrough, beziehungsweise im ersten Durchgang für mich privat gemacht habe, aber was im Easy Mode einfach keinen Sinn gemacht hat, weil eben eine dieser Seiten, diese Seiten überhaupt nicht existiert haben, sprich eine der Seiten auch nicht weggeflogen ist. You! I'm not gonna jump on that without a spotter. Safety first! Okay. So, sie hat leider noch keine Karte. Aber es geht auch so. Hier ist er schnell aus der Karte rausgegangen. Da sie kein Bulle ist und kein Fett, kann sie wahrscheinlich auch Hello, Ransom. Da reingehen. Can you hear me? I guess he's busy in there. Hello, Agent Ray. So, Agent Ray geht mal gerade zurück zur Stadt. Dann nimmt Ransom das Staubkorn mit. Hier liegt ganz viel Popcorn rum. Das weiß ich noch aus dem ersten Teil. Hier nehmen wir mal eine Popcorn-Tüte. It's a rancid kernel of popcorn. Little Beeper loves this crap. Well, that's one. Little Beeper loves this crap. Okay, two. I can count. Genau, da nehmen wir ein paar. Am I really gonna pick up all this crap? Ja. The rats having more fun at this than I am. Das nimmst du Not alles even mit. Half full yet. This sucks. Almost half full. Half full now. This is taking too long. At this rate, it'll be 1988 before I'm done. Nein, this is schon 2019. Take forever. Where's the rat taking the popcorn? Okay. Die hatte... nimmt uns hier Popcorn weg. Die können wir allerdings auch nicht... fangen, sprich
Wir offen lassen. I can't open that. Also soll's auch that doesn't seem looks like a rat hole. Genau, dann looks schaut. Like a rat hole. I can't pull that. I can't push that. Nothing to pick up here. Okay, also die Ratte bringt ja ganz offensichtlich das ganze Popcorn dahin. Die Frage ist jetzt, wie wir da dran kommen. Denn unser Popcorn-Behälter ist halb voll. Ja, ja, ist gut, aber wir brauchen noch ein bisschen Popcorn. Sprich, wir müssen irgendwie mit dem Loch interagieren. Okay, das machen wir nicht doch mal. So much for better. So viel dazu. Nein. Du solltest auch nicht den Spiegel öffnen, sondern... Okay, den kannst du anscheinend auch nicht. It's my empty ransom the clown swear. There's nothing inside but a couple of pennies. Okay. Können wir die Kanone daraus ziehen? I can't pull that. I can't push that. That's not gonna work. Besides, it's pretty rusty and filled with rat. I don't want to pick that up. Okay, wir müssen irgendwie da mit dem Loch interagieren. Ich weiß noch nicht wie. Allerdings ist das notwendig, um eben den Rest des Popcorns. That's where the midway used to be. Now it's my garbage dump. Um an den Rest des Popcorns zu kommen. Wir versuchen mal, wir nutzen gerade mal die Hotline. Weil wir können ja anscheinend nicht mit dem Loch interagieren auf irgendeine Weise. Welcome back to the Hintron 3000. How can I help you? Von einem Tipp. Okay. If you can find a hint you're looking for, it's because you don't need to solve it right now. Okay. Thank you. Goodbye. Dann würde ich sagen, da wir das anscheinend noch nicht lösen müssen, gucken wir uns einfach mal die Visitenkarte an. Next lawyer's business card. Brent Bailiwick J.D. Legal problems? We'll screw them for you. I'm in the phone book. He definitely screwed me. So, Brent Bailiwick. Da wir jetzt wissen, wie der Gute heißt, kommen wir mit Dolores wieder zurück. In der Bibliothek war ja neben einem Telefonbuch, dem Telefon auch ein Telefonbuch. Sprich, it's my specks of dust. Sprich, da können wir jetzt die Nummer nachschlagen. So, bei B, Brent Bailiwick. Da, 3750. Das heißt, wir rufen den mal an. 3750. Hi there, this is Brent Bailiwick, JD. Do you have legal problems? Then you've come to the right place. I'm out of the office today, prepping for ThimbleCon 87. Try me later. Okay. Die ThimbleCon war damals hier in dem Hotel. Allerdings weiß ich nicht, ob die schon eröffnet hat. Nein.
Okay. Was haben wir denn hier sonst? Wir gehen mal auf den Wanderweg. Das ist auch ein Ort, der für mich noch unbekannt war. It's a puddle full of muddy water. Okay. Ignorieren wir das einfach. Eine Art Labyrinth. Ich glaube, hier kamen wir her. Ja, hier kamen wir her. Dann bin ich mal gespannt. Nein. Okay. Gehen wir einfach mal. Okay. Ganz komisch. So, gehen wir den Weg mal lang. Gehen wir hier hoch. Gehen wir noch mal da. Zimbalberries. Au, ouch. Damn, crap, beep. The thorns on that bush are razor sharp. Okay. Ob das irgendwas zu deuten hat. Ich glaube, da müssen wir auch noch mal später hin. Gute Frage, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir schicken Agent Way erstmal wieder zurück in die Stadt und rufen dann mal noch mal die Hotline an. Um einen generellen Weg zu bekommen, einen Tipp zu bekommen, welche Richtung wir gehen müssen. Welcome back to the Hintron 3000. How can I help you? So, wir brauchen einen Tipp. Findet man Leute und entdeckt spielbare Charaktere. Wir haben ja soweit alle Charaktere freigeschaltet. Ransom ist ja jetzt momentan noch im Zirkus dritten. Er muss noch ein bisschen Popcorn sammeln, dann kann er da auch raus. Sprich, bis auf das kleine Problem haben wir alle Charaktere zur freien Verfügung. Das heißt, das ist erstmal nicht unser Problem. Ah, hier, das ist noch was, was wir machen können. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob der Tipp da in die Richtung geht, aber wir hatten. Thank you. Goodbye. Bei der am Anfang bei der Leiche war ganz rechts ja eine Kanalisation, die zugedeckt war, beziehungsweise die man nicht betreten konnte aufgrund von einem Baumstumpf, beziehungsweise einem Baum, der da lang gewachsen ist. Und den mussten wir müssen wir noch entfernen. Wir haben mit Agent Ray eine Kettensäge. Allerdings brauchen wir auch einen Benzinkanister. Damit eben das Ganze auch läuft. Wir wussten auch, wo der Benzinkanister war, da wir den damals in der Rückblende auch für die Tinte brauchten, die wir hergestellt haben. Sprich, wir geben ihr mal den Benzinkanister. Auf dich zu beschweren, Agent Way. All gassed up. Sehr gut. Heißt Brücke. Genau, dann gehst du mal. So. Leiche liegt immer noch da. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier hin und nutzen die Kettensäge. Tch.
So. Können wir die Kanalisation auch betreten? Some kind of knob or valve. Looks rusty and immovable. Okay. Da liegt noch ein Staubkorn. Wir brauchten ja unter anderem auch noch die Pilze. Da ist noch ein Staubkorn. Hier könnten wir rein. Aber außer einem Staubkorn ist hier nicht. Stopp, da war noch ein Staubkorn. So. Gehen wir mal da rein. Da ist schon wieder ein Staubkorn. Ein Skelett. I gave up looking at dinosaurs when I was 8 years old. Didn't everyone? I gave up looking at dinosaurs when I was 8 years old. Didn't everyone? Okay, ich habe keine Ahnung, was wir mit dem Skelett anfangen sollen, aber es ist da. Wobei ich sagen muss, mir wären Pilze lieber, da wir mit denen eben weiterkommen könnten. Um Himmels Willen, das ist ein weitläufiger Tunnel. Dafür finden wir aber auch ganz schön viele Staubkörner. Ah, sehr schön. Da haben wir einen Eispickel. Können wir gleich mal untersuchen. Das könnte nämlich die Mordwaffe sein. Und wie wir uns erinnern, hatte die Leiche hinten im Kopf ein rundes Loch, was allerdings nicht von einer Pistolenkugel herstammt. Also wir wurden nicht erschossen. Hier haben wir noch eine Violine. Looks like it's lost a couple of strings. I don't have a warrant for a badly tuned violin. Schade. I don't have a warrant for random bags. Allerdings haben wir hier Wunderpilz. I hope this is what Madame Morina needs. Ich denke schon. So. Allerdings haben wir noch nicht alles erkundet. Important safety measure to make. Da geht's nicht weiter. Sprich, wir können diesen Gang abschließen. Gehen wir mal weiter nach rechts. Hier ist nichts. Es scheint so, als hätten wir alle Gänge durchsucht. A fridge. In this case, I'd consider labeling it as a potential floating coffin. If I open the door, it will just sink. Dusty boxes that are probably filled with spiders. There's nothing of interest inside these boxes. Okay. Können wir das Ventil betätigen? I can't turn it. Also nein. Damit haben wir augenscheinlich erstmal alles in der Kanalisation erledigt. Sprich. Müssen wir hier lang? Mein Gott, verläuft man sich. Ah, hier war. Hat das noch ein Staubkorn? Das war der Teil, wo Agent Reyes gefangen wurde am Anfang. So, jetzt sieht's korrekt aus. Genau. Hätten wir das. Würde ich sagen. Zuallererst gehen wir mal zu Demo Reyes. Und geben ihr den Pilz. Ich glaube zwar nicht, dass uns das
weiterbringen. Aber dann hätten wir den Punkt schon mal abgeschlossen. Nein, du sollst ja nichts betrachten. Du sollst einfach nur den Pilz weitergeben. I think I found your mushrooms. Sweet. Hand it over and we'll see what answers the void offers today. Well, who's the scumbag that did it? Unless the killer was a rainbow dragon powered by Starshine, I can't help you. But thanks for the shrooms. Leonard and I are gonna have a blast tonight. I should have you arrested for possession. Fantastic. I'm sure my dealer will make a great witness. You win this round, witchy woman. Goodbye. Was hat uns also überhaupt nichts gebracht? So. Aber wir haben ja auch noch hier die It doesn't work with that. Mordwaffe. This could be the murder weapon. We should dust it for prints. So. It doesn't work with that. I've dusted it. Now I need some fingerprint tape to lift the prints. Loose change? Okay. Ich habe hier leider keine Ahnung in der Version, wo wir entsprechend das Klebeband herbekommen. Ich guck gerade mal die Charaktere noch durch, ob die das durch Zufall bei sich tragen. Aber es sieht nicht so aus. Was wir allerdings machen könnten, ist schon mal die Staubkörner auf einen Platz zu sammeln. Der hat auch nichts zu tun. Naja, ich würde sagen, wir schauen uns zuerst nochmal das Notizbuch an. Genau, das haben wir jetzt alles erledigt. Wir haben mit allen gesprochen, sprich, wo wir jetzt am nächsten dran sind, ist eben der hier Punkt. Nimm Fingerabdrücke von der Mordwaffe und besorge eine Analyse des Fingertron. Dafür brauchen wir allerdings noch eine Art Klebestreifen. Da würde ich mich bis zum nächsten Mal informieren, wo wir den denn herbekommen. Den Rest können wir noch nicht erledigen. Was wir aber noch machen, wir suchen noch mal kurz, wir gehen noch mal ins Hotel und suchen dort die Papiere, die Papiere der Leiche, gucken, ob wir die dort finden. Sollte ja flott gehen. So. Gucken wir uns einfach nochmal sein Zimmer genauer an. Vielleicht ist das irgendwo runtergefallen. 708. So, einmal eintreten. 7. Wobei ich bezweifle, dass da in seinem Zimmer irgendwas rumliegt. Notfalls gehen wir auch nochmal hoch in den 10. Stock, wo ja gerade alles im Umbau ist, sprich noch keine Überwachung stattfindet. Weil es sieht, so wie ich das hier beurteilen kann, schlecht aus. Nee, also hier scheinen keine Papiere herumzuliegen. The doors are closed. So, das heißt, wir gehen nochmal hier hoch. Vielleicht liegt ja da irgendetwas rum. It is an unplugged TV. So. So wie es scheint. It's locked. Zimmer sind zu, aber vielleicht können wir da Franklin was machen. Well, back to
Super, Kaboo. So, auch Franklin schicken wir mal hoch in den 10. Stock. Ja, schöne lange Fahrstuhlfahrt. So. Sag mir mal den Fernseher. This channel is just static. I should find another channel. Damit haben wir das geöffnet. Okay. Ich gucke hier allerdings nur flüchtig durch alle durch. So, ob ich alle öffnen kann, ohne dass sie sich anscheinend. Okay. Das machen wir dann gleich auf der zweiten Seite. It's locked. Okay, es schließen sich. Zeit wieder. It's locked. Schade, ich dachte, damit könnte man ein bisschen Zeit sparen. Heißt, wir müssen das immer abwechselnd machen. Aber wir halten uns ja auch in case of emergency, in case of emergency. Wir halten uns auch nicht lange da drin auf. Kurzes Licht, dann kurz gucken. In case of emergency. In case of. Ja, kein Emergency. It appears to be powering itself. That's warped. Mal sehen, was jetzt passiert. Zappen wir nochmal. It's now showing. I love my cat. Sehr schön. Auch hier scheint. In case of emergency. Nichts zu liegen. Ich habe die Hoffnung schon fast aufgegeben, dass wir da irgendwas drin finden. So. Noch 2 Zimmer verbleibend. Auch da ist nichts. So, unsere letzte Hoffnung, um hier auf dem der Etage was zu finden, aber auch das sieht ungünstig aus. Who's the fairest? I can't see it. So viel dazu. Dann fragen wir einfach nochmal den Manager Boom, ob der uns eventuell die Unterlagen von Franklin geben kann. Vielleicht hat der die ja vielleicht kooperiert da. Ich bezweifle es zwar, aber probieren wir es einfach aus. Welcome to the Edmund Hotel, most beautiful hotel Abu in the Tri-Thimbleweed Park County area. How may I be Abu of service? Is anything going on in the hotel today? Nothing, Abu. Certainly not more cases of food poisoning. Definitely not Abu. Auf keinen Fall das. I'm going to check out your, interesting lobby. Goodbye. Have a nice evening, Abu. Okay, so viel dazu. Ja gut. Und dann würde ich sagen, speichern wir hier kurz mal. Und beim nächsten Mal setzen wir dann die Reise fort, beziehungsweise versuchen dann eben das Klebeband zu finden, um Fingerabdrücke zu nehmen und den Fingertron zu benutzen. Und gucken auch, dass wir hier im Hotel die Papiere von Franklin finden.